Ja, die Lebenskrähe gibt es übrigens noch, kleiner Plug, lebenskrähe.com, heute eine Medium-Magazin. Das war meine Coaching-Seite. Heute schreibe ich da noch über die Lebenskarriere-Philosophie, wer sich dafür interessiert. Irgendwo wird sicher ein Link hier im Artikel sein. Und ich habe damals Coaching angeboten in der Lebenskarriere. Zu Beginn für Studenten, später dann wirklich für auch Young Professionals und alle, die halt gesagt haben, der Beruf alleine ist es nicht. Der Untertitel der Lebenskarriere heißt, du bist mehr als dein Beruf. Ich will noch mehr machen. Davon habe ich mich aus drei Gründen verabschiedet. Nummer eins, der Begriff Coach ist nicht geschützt und da laufen eine Menge Leute rum, die sich Coach nennen, mit denen ich jetzt nicht assoziiert werden wollte. Nummer zwei, Coaching ist bei mir immer sehr, 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 sehr intensiv und sehr viel Energie raubend, energieziehend tatsächlich. Und irgendwann war wirklich die Frage, will ich diese Energie, nicht die Zeit, aber die Energie investieren? Und drittens, Sozial-PR hat einfach so viel Fahrt aufgenommen, dass ich mir irgendwann entscheiden musste. Was machst du denn deine Energie? Worauf legst du deinen Fokus? Und Sozial-PR war für mich die logische Wahl. Das heißt nicht, dass ich heute gar nicht mehr coache, aber eben nur noch auf direkte Empfehlung und in absoluten Ausnahmen. Ich gehe inzwischen eher dazu rüber, als Mentor unterwegs zu sein. Das macht mir Spaß. Auf der Lebenskarriere schreibe ich auch nach wie vor. Also, bist herzlich eingeladen.